Guten Tag, liebe Leute. Willkommen zum neuen Video. Ja, heute werde ich einfach mal ein bisschen mit Stimme machen. Also, ich werde reden über ein bestimmtes Thema, und zwar das Thema Shading. Wer hätte es gedacht, ich werde einfach mal ein bisschen Free World Talk machen. Ich werde im Hintergrund ein Gameplay einblenden, keine Ahnung. Und werde einfach ein bisschen dazu reden, über ein bestimmtes Thema. Und zwar Cheating. Wann habe ich gecheatet und cheate ich immer noch? Und wann und wie und mit welchem Client habe ich gecheatet? Einfach mal, um das deutlich zu machen, weil viele Leute ja denken, dass ich immer cheate, beziehungsweise, ja. Oder ob ich überhaupt cheate, was auch immer. Ich werde mich heute auf dieses Thema beziehen, nur, weil sonst wird das so stressig. Vielleicht werde ich hinterher noch was sagen. Aber da gab es ja viele Sachen zu. Und zwar fangen wir erstmal an mit Encephalon. Ich hatte damals ja mal Encephalon gekauft. Das war vor ungefähr einem Jahr im Sale. Ich glaube, für, keine Ahnung, ich will nichts Falsches sagen. Habe ich mir das gekauft. Dann wurde ja gesagt, dass ich irgendwie 80 Mal den Client geöffnet habe, was absoluter Käse ist, weil der Client fast immer down war. Können auch viele bezeugen, die den Client selber hatten. Der Client war so gut wie immer down, der war schlecht. Ich habe den vielleicht irgendwie dreimal oder so benutzt. Und das war auch nur auf dem Alt oder um was auszutesten, aber nicht wirklich so. Oder vielleicht auch fünfmal, ich weiß es nicht, auf jeden Fall keine 80 Mal. Warum man Geld für sowas ausgibt, fragt mich nicht. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil ich mich schon immer so für sowas interessiert habe. Generell cheate ich nur, wenn ich was ausprobieren will, nicht in öffentlichen Videos oder so generell jetzt in den neuen Videos. Wenn, habe ich es auch zugegeben, also wenn ich gecheatet habe, zum Beispiel gegen Blizzy habe ich ein paar Fights gecheatet, weil er auch komplett obvious gecheatet hat. Dann habe ich mir gedacht, ja, dann cheate ich halt auch mal. Dann gucke ich mal, mit welcher Range man sich equal gibt. So, das ist ja ganz okay. Und dann wird dann natürlich gesagt, ja, oh, Supi.de, der hat gecheatet, der böse Mensch. Weil, ja, Supi.de, der böse Cheater. So, das heißt ja auch, dass ich dann immer cheate, ne? Da gibt es ja auch sehr viel zu sagen, ne? Keine Ahnung. Ach, das ist einfach lächerlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich sagen, nein, ich cheat nicht immer, ich spiele 90% der Zeit Legit. Die Leute, die mir das nicht glauben, können mich gerne auf Discord adden, dann kann ich auch, dann kann man da weiteres besprechen, ich bin immer für sowas offen. Ich kann auch meinen PC durchwühlen lassen, ich spiele immer unbeübt, wenn mich wer fragt. Ich kann, spiele immer mit Bildschirmertragung, wenn mich wer fragt, jeder kann meine Discord-Bild sehen, wenn er will. Ich habe nichts zu verbergen, ich kann, werde genauso spielen wie sonst, genauso gut spielen und werde genau, ja. Freunde, ne? Ich bin ein bisschen verwirrt bei sowas hier, bei solchen Aufnahmen. Ich mache das jetzt nicht jeden Tag. Aber ich dachte mal, es wäre mal ganz cool, mal um über das Thema öffentlich zu reden und dass man meine Meinung mal dazu hört, über das Thema. Na klar, habe ich öfters gecheatet, so, das ist ja auch kein Geheimnis. So, ich war auf Timolia, war ich immer Legit, aber ich war Legit auch mit einer der besten, wenn ich will jetzt auch nicht angeberisch klingen, ich bin Legit. Also die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich Legit ein sehr guter Spieler bin, sagen wir mal so, ist es, keine Ahnung. Ja, war klar, man cheatet, ich habe manchmal gecheatet, so, das ist kein Geheimnis. So, und zum Beispiel, wenn Leute gegen mich gecheatet haben, dann habe ich dann auch mal gecheatet, weil ich fand es witzig. Ja, dann ist das ja nicht schlimm, Chancengleichheit nenne ich das. Und ja, dann habe ich das auch mal gemacht, aber das waren dann auch die einzigen Gründe. Aber ich habe zum Beispiel nie gegen Freunde gecheatet oder wo ich dann gesagt habe, ja, das war unlegit, also, ja, keine Ahnung, wenn ihr wisst, was ich mache. Als in den Hot-Videos, ja, das war irgendwie drei. Das war aber obvious, es war ein Misplays. Also Time-Changer-Misplays. Aber auf jeden Fall habe ich auch auf PvP-Gym gespielt. Ich habe mich da auf 2500 Elo gespielt. Ich habe mich da sehr hoch gespielt und wurde ja auch gebannt. Jetzt wegen Cheating, aber das ohne wirkliche Beweise, ich werde auch wahrscheinlich entbannt. Das steht fest, also ich werde sehr wahrscheinlich entbannt, soweit ich das verstanden habe. Ich wurde wegen Lazarus gebannt, ich habe ihn zweimal in Ränke gefickt und dann hat er an der Legit zusammengeschnitten. So, und ja, falls sich das Leute fragen, ich heiße Sessel Furzer momentan in-game, das ist ein Trollname, das wissen vielleicht auch manche von euch schon. Habe mich da auf PvP-Gym hochgespielt, ist ein echt geiler Server. Und da hatte ich keine Anschicht-Logs bekommen, ich habe immer auf BRC gespielt oder Luna. Bin ich wegen der CPS-Cap dann auf Luna und ich war genauso gut, das können auch andere bezeugen und ja. Gut, das wollte ich auch mal kurz gesagt haben, also, ne.
Da wollte ich noch. Ja, das war es eigentlich schon soweit. Ich lade das auch auf meinen Kanal hoch, weil das eigentlich ein schlichtes Video ist. Ich muss ja nicht immer irgendwelche Kombo-Montagen machen. Ich glaube, sowas ist auch mal gar nicht ganz geil. Wenn ihr ein neues Thema oder so habt, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, mein Discord ist in der Beschreibung. Es wäre auch gut, wenn ihr bis zum Ende geguckt habt, dass ihr dann mehr wisst zu dem Thema. Und ja, dann noch schönen Tag, schöne Woche, keine Ahnung. Und ich wünsche euch noch schöne Tage, schönen Rest Sonntag. Und ja, dann man hört sich. Tschüss.